Was spiele ich in der Mitte? Das ist die Frage gerade. Gegen Lina wahrscheinlich. Ein Ember Spirit. Melee-Gegner ist gegen Lina irgendwie immer schwer. Von daher wäre es eher so. Pitstream, mein Zeit für einen Shadow Fiend. Ja, Shadow Fiend wollte ich auch mal üben. Ich spiele jetzt ja wie mal ein paar Helden, auf die ich mal so potenziell immer Lust hatte. In diesem Fall zum Beispiel Nature's Prophet habe ich jetzt ein paar Mal gespielt. Shadow Fiend wäre ebenfalls auch so ein Held, auf den ich Lust hätte. Velu fragt, ob ich Leer-Dota kenne. Das wurde schon ein paar Mal gefragt. Also ein paar Mal ist übertrieben, aber so in den letzten Monaten vielleicht so. Und gab schon zwei, dreimal die Frage oder so. Nein, kenne ich nicht. Ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Also, um ein bisschen weiter zu denken. Ember Spirit ist eine Laning Phase, scheiße gegen Lina, ist aber gut gegen Slark. Storm hat ähnliche Vor- und Nachteile wie Ember, vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht noch ein bisschen besser der Ember mit dem Dings Guard, Flame Guard. Shadow Fiend gefällt mir gegen Slark nicht so gut, vor allem da ich ihn nicht gut spiele. Nur 55, mein Pack ist in dem Spiel tatsächlich eine Option. Uns fehlt auch ein bisschen Teamfight Control. Wir haben schon das Carry-Potenzial mit Weaver und Pack ist gar nicht schlechte Idee. Von Nummer oder No 55 oder soll es Nummer 55 oder N05. Gebt euch mal vernünftige Namen, Kinders. Only 10 seconds. Pizzi, mein Shadow Fiend ist super gegen Slark. Ja, stimmt, er hat ein paar Burst-Sachen. Ja, aber ich mag den. Er kann mich halt locken mit einem Pounce. Wenn ich einen BKB habe, sieht es vielleicht anders aus. Aber irgendwie so richtig. Pack mag ich gern. In der Mitte gegen Lina. Mira fragt, was ich gespielt habe. Ich habe bis heute nur Nature's Prophet gespielt bisher. Ja, Shadow Fiend kann auch sein, dass er ganz gut gegen Slark ist und so, aber ich bin auch kein guter Shadow Fiend-Spieler. Sonst kann man das Match vielleicht ganz gut spielen, aber wenn man so ein mittlerer Shadow Fiend-Spieler ist wie ich, dann habe ich, glaube ich, ein bisschen Probleme mit dem. Can I get some tangos, please? Another thrilling match awaits us. Thank you. So. Eine Bottle will ich. Dann ist gegen Lina auch Infused Raindrop gut. Natürlich Boots. Und dann schauen wir mal weiter. It's in the bag. Mira ist dezent angepisst heute. Dann nutzt doch wenigstens hier den richtigen, den Martin Rage, wenn schon. So. Was ist denn los, Mira? Also wir haben Single-Target-Damage mit Juggernaut und mit Weaver. Wir haben auch Pushing-Power mit Weaver, Packner und auch dem Juggernaut. Den Sustain mit dem Healing Ward und auch der Damage. Pack passt tatsächlich ganz gut rein. Und wenn ich gut reagiere mit Face-Shift. Maybe this match will teach me how to love. Ich glaube, ob ich gegen Zeus spiele. Nicht sicher. Zeus Support geht ebenfalls. Sie haben auch keine richtig gute Offlane. Wir machen sie auch eine Dual Offlane. Visage, Zeus. Also sie haben ein bisschen komische Lanes. Ich bin nicht ganz sicher, was ihr Offlaner ist. Und habe eigentlich mit Lina in der Mitte gerechnet, weil Playing Wolf gerade nachfragt. Ich gehe immer noch von Lina in der Mitte aus. Aber es könnte tatsächlich auch anders aussehen. So. Tatsächlich Zeus. Na dann.
haben wir das nicht mit rangenommen. Er reicht trotzdem nicht aus auf dem Level. A welcome transformation. Na, wenn jetzt seine Clarity beschützen möchte und deswegen am Ende der Welt bleibt, damit kann ich leben. Was denn irgendwie, warum schwindet das denn so? Schöner Mist. I raise my game. I am not ready. Irgendwie penne ich aber auch gerade noch ein bisschen. Jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Wir spielen ganz schön Scheiß zusammen bisher. Elevation. Wait for my orb. Job. Da noch mal ein Fairy Fire gehabt, wenn es noch knapper geworden wäre. Aber erstmal muss ich ein bisschen aufwachen. Die spielen ganz schön scheiß zusammen. Das ist gar nicht so gut. Ja, sehr schön, hier hat er mich getroffen. Hat er keine Vision? Hä? Boah, es ist schon wieder. Ich musste gerade dreimal, das habe ich eben auch gehabt, als wir den Zeus angehen wollten, ich musste gerade dreimal auf Jaunt drücken, damit er reingesprungen ist. Könnte ich ganz gut drauf verzichten eigentlich. Let me pick up. I have a bottle. Das ist ein bisschen... Dreimal eben. Das habe ich auch zuletzt, das habe ich bei Storm. Ab und zu, aber auch nicht selten. Vielleicht so ein 10% der Fälle. Und 10% der Fälle ist halt voll viel. Dass ich da Probleme mit dem Remnant habe, wenn ich ihn da hinstelle. Und jetzt habe ich das hier gehabt. Auch nicht so gut ist. Noch ein Fairy Fire ready anscheinend. Natürlich dann unglücklich. Gegen Zeus, ich habe gerade überlegt, ob ich gegen Zeus gehen die Raindrops allerdings auch so schnell weg, dass ich gar nicht so sicher bin, ob ich die möchte.
I have ult now, so we can go more easily on Zeus. Wait a little bit till he comes nearer. Good job. Er braucht das Mana noch. Mal kurz nach der Rune checken. Okay, nice. Ist mein Shit noch im Kurier? Ja, gerade geguckt. Can kill Zeus mid again. Mid tower taking damage. Er packt noch zu wenig HP gerade. Unten die Rune gespawnt ist. Oder oben. Ja. Leider nicht. Da, wo ich sie gern gehabt hätte. Patience, my prize. A prize. I have ult for Zeus. Job. Let's use the shrine. Können wir es eben mal machen. Ist wieder voll. Mein Kill sieht ganz gut aus, aber mein ganzes Last-Hitting und so war echt unterirdisch. Jetzt hier. Jetzt ging der Jaunt dann wieder ganz gut. I have ult again. Can go again for Zeus kill. Ein bisschen zu einfach schon, aber er dürfte eigentlich auch nicht die Coil break, er müsste halt vorsichtiger sein. Oder halt mal ein bisschen Unterstützung bekommen. Oder ein Ward da oben. Ups.
weiter am Quatsch machen hier dafür. Und nach der Rune. Oh. Regeneration. Ich überlege, ob ich erst Hand of Midas baue. In diesem Spiel, ja. Ich glaube, ich brauche nicht so ganz den schnellen Blinkdagger. Ich muss jetzt nicht direkt rushen. Das hat jetzt ein bisschen Priorität. Der Zeus kann ja wirklich nicht viel machen. Das stimmt schon. Wenn ich einen Dream Coil droppe und dann der Patch angelaufen kommt. Ja, der könnte sich ein bisschen besser bewegen wahrscheinlich, aber... Ich kann auch mal ein Ulti einfach droppen. Nur um ihm die Rune nicht zu geben. Und Invis ist ziemlich stark an mir. Kann ich gleich mal eine Rotation machen. Can just stay mid and get some XP. Or maybe if we can hook him, I don't know. Or we wait just for my ult. It's like the easy. Der Zeus nach oben gegangen. Zeus went top. Hat sie jetzt sehr viel ergeben. Dann bleib ich einfach mal hier. Ey, mein Jaunt schon wieder nicht. Ich will doch nicht da bleiben. Drückt das nicht zum Spaß. Ist ganz schön bescheuert. Visage is coming. Enemy's middle tower demolished. So, Blinkdagger als nächstes. Mein Ult bisschen von ganz knapp an die Kante setzen, habe ihn dann zu knapp gesetzt. Aber der restliche Follow-up hat noch gereicht. Manchmal Stick Charges und dann auf Strength Threads geswitcht, weil ich ein bisschen Schiss vor der Lina hatte. Ah, mein Jaunt hat funktioniert. Jetzt sind wir schon Grund zur Freude jetzt. Muss ich aber die kleinen Sachen freuen. On my way bottom. Okay, ich bin auch ohne mich. Let's push bottom with the catapult.
Ich hole mal eben mein... Muss ich mir was Schönes weggeben jetzt? Yes. I do enjoy an occasional fling. Okay, mal hin. Für den sie Katapult. I have blink dagger top and ult. Ah, schon keiner mehr da. Zu schnell, der Lee. Jetzt gehen mir schon die Item-Slots aus. In dem Spiel, Zeus, Magic, Lina Magic, Slark, Physical, Troll, Physical. Obwohl vom Slark auch ein bisschen was an Magic Damage rauskommt. Hex kann in diesem Spiel sehr stark sein. Sind so Luxusprobleme, was ich halt hier gern bauen möchte als nächstes. Nach Hex ist gut, Shiva's Guard ist gut, Agonims ist später gut. Oder um Billabong eine Freude zu machen. Und ich habe ja schon immerhin den Null-Talisman. Can you help top? Autsch! Da habe ich ein bisschen zu spät gesehen. Oh, Knäppchen. Muss auch ein bisschen Spaß haben. Ja, die Vision von den Familiars. Ja, aber ich hätte ja nicht mehr reinspringen müssen, aber ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Luffy 1981, aus meinem Geburtsjahr auch. Neuer Abonnent, vielen Dank. Wir können das Spiel auch noch verlieren. Wir haben einen guten Start, aber sie haben ein sehr ekliges Late Game mit Slark, mit Troll. Also sollten wir aufpassen, dass wir hier nicht zu viel Quatsch machen. Ja, Level 4 ist einfach so gut, weil man danach immer blinken kann. Von daher. Ist das einfach wert?
So, nur ein bisschen auf den Sack gehen. Da fehlt ein bisschen das Sustain jetzt dafür, dass ich das allzu häufig mache. 150. Kill jetzt damit bekommen. Aber ja, der Sustain fehlt ein bisschen für so einen Quatsch. I may require this at some point. Ja. A golden thread. Ich ruhig noch einen Dagon mitgeben können. Die Region lief ja noch. Ja, natürlich ist das nämlich echt nicht verkehrt. Der Ulti war an der Stelle Quatsch. Your middle tower is under attack. Kann kein Follow-up haben. Ein bisschen beschäftigt halten kann. Julzepter wäre halt defensiv sonst noch relativ gut. Message ist da oben unterwegs. Zeus und Slark Richtung Mitte. Zunächst den Tier 2 holen. Your middle tower has been destroyed. Ah, let's go back, guys. Middle tower is under attack. Meine Dagons mal abholen. Das mal jetzt zurück in die Base. Gibt's ein wenig Mana. Und außerdem wartet da mein Dagon auf mich. Mid-time.
Let me pick up the rune for bottle. I'll take that as come on, dude. Less larva, more nymph. It's not time yet. Was gibt mir denn am besten Sustain, was ich irgendwie auch gebrauchen kann? Hex gibt mir schon ein bisschen was. Wait for the next rune. I'm low on mana, can't really do much. And wait for Weaver to reach top. When we pressure at the same time, we can do something. They're going top. Ist irgendwie schwach, dieses Spiel für mich. Das Jutzepter wäre es tatsächlich, glaube ich. Sehr defensiv nochmal stark. Bloodstone wird gerade noch angesprochen. Ja, Bloodstone ist prinzipiell die Möglichkeit, finde ich aber hier nicht so wichtig. Verteidigen. Suppose we defend that bottom tower. Hm? Yes. Fresh meat. Okay, da kann ich jetzt nichts machen. Ja, die Abstimmung machen halt Moment, keine wirkliche Abstimmung. Dann machen ein bisschen Druck, wo wir jetzt einen, na, haben Visage gekillt, Packner verloren. A golden thread. Weaver pusht halt ganz gut. Stimmt schon. Jetzt Dagon 5 eigentlich? Nee. So, dann machen wir das Dagon fertig. Try Roche if we ward it, or we just go for a kill with detection on troll maybe. I have Dagon 5 if you decrepify him. I can just go in and ult him. Decrepify mit Dagon 5 ist ziemlich bitter. Hat einen Waning Rift Cooldown. Ach, mit Dagon. Should try to get one tower so we can kill the shrines.
many innocent lives, Dire's courier. Oh, es war knapp. Wenn sie mich da jubeln, ich halt unvorsichtig bin und gejubelt werde, während mein... wenn das unterwegs ist. Das kann wehtun. Yeah, just do Roche. We buy time for you. Soll das easy sein? Immortality. Komme ich wieder in die Sustain-Probleme. Weaver, just go, just take bottom while we're fighting mid. Weaver ist halt, und ich mach oft Weaver, don't chase, just push bottom while we pressure them mid. Take the bot tier 3 Weaver, okay? So geil, wenn man auf die Tower-Hitte angewiesen ist, weil man selber halt keinen Tower-Damage macht. So schlecht sind. Wait, Weaver, till we fight mid. Okay, just wait. Das ist mein Job, die wegzubursten. Jetzt habe ich leider keinen Mana mehr. Von daher ist mein Job jetzt nach Hause gehen. Aber wir haben genug Zeit für Weaver gekauft und nach ein paar... Was? Warum lebt das denn immer noch, Weaver? Come on. I may require this at some point. Bottom tower being attacked. Tun uns ein bisschen schwer. A golden thread. Jutzepte nach so einem. Bloodstone wäre inzwischen echt gut, ey. So viele Kills, Respawn-Geschichte und der Sustain halt. Aber ich glaube, ich hole mir nur einen Jutzepte. So, haben wir die beiden Scheiß mal weg. Ich brauche ein bisschen Platz im Inventar. Und danach wahrscheinlich ein Hex. Lennox meint, er findet meinen Stream echt klasse. Ich habe ihm nur Dota nahegebracht. Ja, gern geschehen. Schön, wenn es dir gefällt. Take the shrines, guys. Nein! Verklickt. Wunderbar. Thank you.
Just go. When Jugger reaches top, you push bottom, Weaver. Okay, go, 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 go bottom, go bot, go bot, go in, Weaver, go in. Meine Herren, ey. Na gut, BKW ist dann eher schwierig für uns. Level könnten auch ein bisschen höher sein. Okay, was war das? Versucht den Schrein zu holen und sind dabei gestorben. Wie es aussieht. Nice. Your top tower has been denied. Nicht viel mehr gebraucht. Da ist ein kleines bisschen verschätzt, der gute Mann. Autsch! Habe ich nicht gesehen, dass sie mich kurz danach erwischt haben. Wahrscheinlich mit dem... Ah. Skill your 25, Weaver. Skill your 25. Skill your talent. And run. Jetzt hol dir dein Shokuchi Movement Speed. A golden thread. Weaver, you're 25. What? Ja, in dem Spiel. Ja, nee, trotzdem nicht. Man macht es nie. Selbst Lina soll. Nee. What the fuck? Magic resistance is so bad. In this game it's not bad, but Shokuchi movement speed is so much better than anything else, so there's no competition. If you want magic resistance so badly, just build a fucking glimmer cape or some shit. Yeah, 35 is a lot, but as I said, like, it's just... Movement speed is just too good. It's not as good as... It's not anywhere near as good as the other. Nope. Elevation.
gar nicht mehr gedacht, dass er irgendwie nochmal in unsere Reichweite kommt. Aber vielen Dank dafür. Zeit für Level 25. Damit ich mal ordentlich GPM hier abbekomme. Buyback behalten wir mal lieber noch. Aktuell. Ey, mein Jaunt schon wieder 15 Mal nicht funktioniert. Das ist so eine Vollscheiße. Nice. BKB rausgeholt. BKB used on Troll. Keep running. Mich geheilt. Jetzt use the shrine. Werde ich auch ein bisschen warten können. So. Schneller. Ich hole mal meinen Hex ab. Demnächst ein paar Moonshards für die Kollegen raushauen. Ich habe die rausgeholt, das ist so nice. Nicht so schnell raus. Double Damage. Schade. Ich bin mit beiden Sachen nicht mehr in Range.
Versuche einfach nur Zeit zu kaufen. Ah. Da habe ich verklickt. Einmal, fuck. Mit dem Face Shift einmal verklickt. The Depp. The Martin The Depp. Netter Crit. Hat Movement Speed, Level 25 Weaver. Das ist auch peinlich. Jetzt hätte der locker mal oben Weaver die Lane holen können. Weaver ist ein bisschen komischer. Komischer Typ. Wir hinterher jetzt. Ah, zack, 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 zack. Ist das insgesamt 5,9. Warte mal auf den Packnamen. Wait for Packner. So we go as 5. No need to go as 4. Jason Weaver, so. Fortified their towers. Good job. Enemies' top barracks destroyed. You know. I'm on my way. Just get out, Jugger. I maybe can get somebody on the back line. Nein, verklickt, ich depp. Das ist mir vorhin schon passiert, dass ich Raining John statt Face Shift mache. The Martin the Depp. 87 Sekunden tot. I return to the active world. Wohl wahrscheinlich gar nicht notwendig gewesen. Ich dachte, wir sind so lange tot. Ich dachte, sie können ein bisschen pushen, aber nur mit Trollen Nina vielleicht dann auch nicht. Wie die Basic aussieht. Ich hole mir als nächstes mal Travels und dann können wir Shit für die Kollegen kaufen.
Let's just take Roche. Can you scout it, Weaver? If it's up. Can you check Roche? Patch, please. Invisibility. Oh. Der Patch mal gerettet. Mann, blöder Arc Lightning. Guck mal meine Travels. Ist ein Invis Rune hier? Das nehmen wir eben einfach mal. Ja, der Nimbus mit den halben Sekunden Stun ist ziemlich bitter. Roche ist ab. Kurier vielleicht hier mal irgendwo unterwegs. I'll take that as tribute. Ups. Okay, we got another BKB. Push out the mid lane and take Roche. Roche is up. Yeah, let Weaver take it. Oh, my buyback's on cooldown. Maybe I should. Petition to continue living peacefully. That's nice. Das ist blöd durch den Creep gelaufen mit den Face Boots irgendwie. Also komisch, dass ich ihn ja nicht mehr erwischt habe. Ob's gehext?
got a buyback on Spark. Oops. Ich war hier schnell genug, fuck. Na, ja, wir tun uns ein bisschen schwer jetzt. Ich habe ein bisschen viel Zeit. Ich versuche ihm noch zu helfen. Dim, 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 dim. Wir haben so keinen richtigen Plan. Ich tue mir auch ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. There's no buyback. Careful, go back, go back. Yeah, die ah, don't die, Jugger. Just go back. Juggernaut, we can't afford to die. Yeah, he was too low, was too dangerous. At that point. You just place them around their base so we see when they leave and pick them off. Just get BKBs. So they still have bash, but BKBs and you can focus the buildings without too much hassle. A golden thread. Und Rightclick wird zwar auch langsam. Okay. Save your buybacks. I'll get some moon shards for you next. Allerdings kann sie es bald selber leisten. Der Jugger. So viel Upgrade-Möglichkeiten hat er auch gar nicht mehr. Leichten Agonims noch. Autsch. Da habe ich nicht aufgepasst gerade. Ich habe geguckt, wem ich jetzt hier den Moonshot geben möchte. Sauber. Slug has no buyback. Sind weit rausgesprungen, aber... Interessantes Spiel. Wir haben uns da. Ich habe mir ein paar doofe Fehler geleistet. Nicht allzu viele, aber so ein paar. Und das war nicht ganz ungefährlich. Zusätzlich haben wir uns echt schwer getan, also mit dem Pushen. Da ist der Pack halt nicht so gut. Da muss ich mich auf Weaver und Juggernaut verlassen und ein bisschen auf den Pack nehmen. Am Ende hat es ganz gut geklappt, muss ich sagen.
War ein witziges Spiel. War ein cooles Packspiel auch. Der Juggernaut hat auch gut gespielt. Weaver hat... Das war irgendwie ein bisschen anstrengend zum Zuschauen. Der Patch hat gerade das Early Game gut mit rausgerissen. Da hat er den Zeus klein gehalten. Das hat echt viel gemacht. Und der Partner hat halt gepusht. Ziemlich. Hat also einen relativ guten Plan verfolgt. Man sieht es aus. 8000, 6000. Das ist nicht übermäßig. Das ist dann natürlich schon ganz okay. Aber 3,7 auch da. Der Building, auch von mir 1,8 Building Damage. Vom Pack. Bisschen komisch. Aber insgesamt war es ein echt cooles Spiel. Mir hat es Spaß gemacht. Auch wenn es ein bisschen zu spannend war für meinen Geschmack. Es sieht man auch den Network. Okay, die lagen auch schon ordentlich vorne. Gerade hat echt einen richtig guten Start. Dann haben wir es ein bisschen schwer getan. Und so, als sie einmal in der Base waren und dann hat immer einfach um ihren Ancient rumstanden, war es eher schmerzhaft. Hat ein bisschen Glück, dass er nicht noch ein bisschen mehr hatte. Noch ein Octarine für kürzeren Cooldown und noch ein paar andere Sachen. Die Lina ist dann auch ein bisschen Richtung Core transformiert. Und Visage hat es auch ganz gut gespielt. Der Slark kam aber auch nicht so richtig ins Game. Ich weiß nicht genau, was da los war, aber... Der hat mir ganz schön beschissen in Farm für so ein langes Spiel. Nun gut, cooles Spiel, cooles Spiel. Hoffentlich wird das nächste auch wieder cool. Wäre doch auch mal wieder was. Das war ein schönes. Schon wieder irgendwas. Wahrscheinlich haben sie jetzt diesen Quatsch gefixt mit dem Battle Pass.